Hi Leute, jetzt gibt es eine kurze Pause vom YouTube Predator Cup und wir dachten, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um mein Turnier, die ich mitgemacht habe letztens, die World Predator Classic, das habe ich mitgefischt zusammen mit Frédéric Julien. Viele von euch haben ihn jetzt kennengelernt in die YouTube Predator Cup. Es war eine echt, echt coole Zeit und ich bin sehr, sehr froh, dass er auch zugesagt hat, mit mir da zu fischen. Ja, jetzt über die nächsten paar Wochen würdet ihr sehen, wie Fred und ich quasi die WPC mitgefischt hat. Wir sind Freitagabend ziemlich spät angekommen. Es war eine lange Fahrt nach Holland. Fred war ein paar Wochen schon da am Trainieren, zusammen mit einem Kollegen von ihm, Mark Petowski, auch ein Gunky und Elix-Man, der auch mit teilgenommen hat bei der WPC, zusammen mit einem anderen Kollegen, Thomas. Wir sind angekommen und quasi sofort angefangen, unsere ganze Tackle aufzubauen. 7 Routen, 7 Vorfächer. Ah, 7 nur. Wird schon bis Mitternacht beschäftigt. Es war eine ziemliche Tackle-Schlacht, muss man sagen. Also mehrere Leute mit ganz, ganz, ganz vielen Routen, ganz viele Boxen mit allen möglichen Ködern. Man nimmt natürlich erstmal alles mit, was man eigentlich quasi denken kann. Und dann am Ende wirklich letztendlich festzustellen, was man tatsächlich braucht nach ein paar Tagen. So, mittlerweile ist es ungefähr 5 Stunden später, seit ich angefangen habe, hier meinen Knoten zu machen. Eins kann ich sagen, die sind sehr, sehr, sehr gute Knoten. Das, man muss ja einen Kopf lampen und sehe überhaupt nichts mehr. Ich bin fast durch mit der Knoten. Dann muss ich nur alle meine ganzen Boxen sortieren und dann bin ich ready zum Angeln morgen früh. Hast du schon erwähnt, wie spät es ist? Ich weiß nicht mal, wie mittlerweile. Es ist fast Mitternacht wahrscheinlich. Genau. Genau zu sein, wir hatten genau 3 Tage noch zu trainieren, die Spots ein bisschen genauer anzuschauen. Vor allen Dingen zu sehen, welcher Köder am besten funktioniert, wie die Fische genau reagieren. Was genau passiert ist, wie die genau abgelaufen sind, seht ihr genau jetzt. You drive with the rods like that? Yeah? Ja, wir sind jetzt an der allerersten Spot, am ersten Tag Training zusammen. Wir haben 3 intensive Tage vor uns zum Trainieren und Juli ist dieses Mal komplett dabei. Er wird auch auf dem Boot mit uns dabei. Also wir halten alles auf Kamera und freuen uns riesig. Yes, man. Fish of the day. Nice. And nice. Yep. Go back. See you in a couple of days, my boy. Cool. Say to your mother, we are here. So Leute, also wir sind wirklich nicht lange am ersten Stelle, würde ich sagen höchstens 10 Minuten. Da ist der erste Fisch. Wir gehen heute eher an die Stellen, die ich kenne, weil Fred weiß jetzt eigentlich mal fast alle seine Stellen, hat die sehr intensiv gefischt die letzten paar Wochen und will natürlich jetzt sehen, was für Stellen ich habe, die vielleicht anders ist als seine. Ganze Vorbereitung gestern Abend, 5 Stunden lang. Erste Stelle, muss sofort einen Dropshot aufbauen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, sorry. You need to fish with me. I know. Pisses me off. That's the reason I never do drop shots. Too many knots. Yeah. Oh. Fuck. I should have. Oh, you see? That's when you make jokes about me making knots. Yes. Then you have to make a new knot. You see, this color has been successful. Also. Mm-hmm. Okay. Sometimes. Okay.
But and it looks like a little bit the color you have. Yeah. On some of your jigs. Yeah. You know? Wir haben den Hash bekommen, eigentlich auf eine andere Stelle. Jetzt fahren wir auf eine Hash-Stelle. Ich probiere mal einfach mit dem Jigspinner und werde ein bisschen Powerfishing machen. Also das heißt einfach relativ schnell den Bereich abfischen und sehen, ob irgendwas da hier steht. Now we're gonna fish the shoreline and potentially we're gonna fish a lot of grass. So I'm going to use a chatterbait and really powerfish the bank. See if we can get some pike or perch out. Yes. Want to do that? No, it's okay. Pike number two. Yes. Nice. Little pike. Fred hat tatsächlich gerade einen richtig großen Barsch gesehen und dann gleich nächste Wurf ist dieser Hash draufgegangen. Aber immerhin, wir sind auf eine Hash-Stelle gefahren und einen Hash gefangen, also Plan funktioniert. Geil, also das muss man sagen. Ist natürlich schön, wenn man mit so einer Legende angelt, vor allen Dingen. Ich bin zum ersten Mal mit ihm auf dem Boot. Ich will nicht, dass er denkt, er ist mit der absoluten Vollhonk hier auf dem Boot. Muss mal ein bisschen was zeigen heute. Immerhin hat er erste zwei Stellen was geliefert. Bald fahren wir auf seine Stellen und dann ist es nicht mehr so schlimm. Are you feeling so with Jan? Yeah, I think we should. I think we know the spot is good, right? Yeah. Oh. I think the spot is good. Also grundsätzlich wissen wir, dieser Spot läuft ganz gut und deswegen würden wir die auch in Ruhe lassen. Wir brauchen nicht das weiter zu beweisen. Wir werden versuchen jetzt ein paar von den anderen Spots, die wir markiert haben, und sehen, ob die auch noch laufen. Jetzt ist es wirklich schon ein bisschen klein, diese. Aber wieder ein Hash. Hab versucht jetzt eigentlich einen Barsch zu kriegen. Dadurch ein ganz kleiner Hash bekommen. Hab meinen Köder abgewechselt jetzt auf einen Curvy. Natural Perch. Ja. Eigentlich auch ganz geil. Man braucht natürlich 7 Fische jeden Tag, also vielleicht ganz kurz zu dem VPC und generell der Regel. Also man darf angeln komplett Harings Fleet und Holland Deep, wieder die gleichen zwei große Gewässer, die im Predator Tour geangelt dürfte. Aber die Regeln sind anders, oder das Format. Format ist dieses Mal so, dass es gibt 3 Tage und jeden Tag muss man 3 Barsche, 3 Zander und 1 Hecht darf man in der Wertung geben. Also im Optimalfall gibt man 7 Fische ab, dann hat man eine Karte voll sozusagen. Und dann quasi, es gibt 50 Teams und dann hat man ein Ranking. Und beispielsweise, man wird 10. beispielsweise nach dem ersten Tag und das schafft man am 2. und am 3. Tag. Am Ende hat man dann 30 Punkte. Und quasi die mit am wenigsten Punkte hat am Ende hat auch gewonnen. Also es geht schon darum, anders ist der Predator Tour, wo du wirklich bis zum letzten Tag und letzte Stunde alles rausholen könntest, auch wenn du vorher gar nicht so gut gefangen hast. Hier geht es schon darum, man muss jeden Tag eigentlich liefern. Also eigentlich muss man schon versuchen, jeden Tag diese Karte voll zu kriegen. Und das wird natürlich die Schwierigkeit. Thank you.
You're killing the game. So, jetzt wollte ich mich tatsächlich Barsche probieren. Und was soll ich sagen, Leute? Da ist ein Barsch. Ist jetzt kein Monster. Das muss man wirklich sagen. Aber ein Barsch ist Barsch. Fred. Yep. Trinken wir keinen, ja? Ja. Oh. Ich habe jetzt zu schnell released für unseren Kameramann. Da sage ich mal, so vertrauen, dass man wieder was fängt. Meistens da ist, wenn was schief läuft. Aber Leute, was soll ich sagen? Ein paar Hechtern, Barsch. Läuft. Sind ready. Der Topf kommt nach Hause. I drive the boat, you catch the fish. Wir versuchen ja auch verschiedene Köder durchzuprobieren und haben jetzt schon die erste, glaube ich, Erkenntnisse gewonnen Richtung Köder. Und ist auch ganz gut. Also Training sollte man natürlich viel ausprobieren. Und ich denke schon, ich würde sehr viel mit viel Action Köder. Also ihr habt gesehen, bei meinem Gummifisch habe ich ein Zusatzblatt drauf gehabt, dass es wirklich viel Druck macht. Und jetzt bin ich wieder beim Jig Spinner, macht auch extrem viel Druck. Scheint aber gut zu funktionieren. Small jack again. Good area. Nice man, nice Fred. Also a good color. Also, wir haben jetzt die Barsch- und Hechtstellen gelassen. Glauben, dass wir zumindest für heute erstmal genug Stellen davon haben, um halbwegs gut zu fühlen dabei. Zander scheint auch ein bisschen problematisch zu sein. Und deswegen, also letztendlich, alles scheint problematisch zu sein, außer der Hecht bis jetzt. Jetzt probieren wir Zanderstellen aus. Sind jetzt ja an so einer Kante. Es geht runter so auf 8 Meter. Ja. Ah, yes. Better. Oh, nice bike. Jo, Mann. Cool. That's an upgrade. Yeah, that's an upgrade. Oh, that one hit hard. Und gleich geklappt und doch ein bisschen besserer Hecht dieses Mal. So einer jeden Tag brauchen wir. Hat der Curfee voll raufgehauen auf dem Teil. Ja, ist okay. Kleine Baby Curfee, ziemlich zerschmettert. Schöner Fisch, geil. Wir haben jetzt 15 Uhr. Also im Turnier kann man bis 3:45 angeln. Dann muss man zurückfahren. Und ich sag mal, heute haben wir echt mehrere Hechte gefangen. Wir haben ein paar gute Sachen gelernt. Zum Beispiel, der Farbe funktioniert extrem gut. Diese Natural Perch Farbe mit Curfee. Die Jig Spinners funktioniert auch sehr gut. Aber wir haben ein paar gute Spots gefunden. Der jetzt ist auch. Das ist klar, immer wenn man sagt, man Fisch fängt, denkt man, das ist natürlich ein guter Spot. Besser so, wenn man keinen Fisch fängt. Und es ist gut, dass wir noch 2 Tage haben, weil es gibt immer noch einen großen Bereich, das wir abschauen müssen. Aber Stück für Stück nähert sich das Eichhörnchen. Oder? Fast. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Quick release. Yeah, that's super cool because you saw we saw this ball of bait fish and yeah. Around, yeah. Boom, one yeah. Zander. That was really cool. Yeah, that's a cool first zander. We start to get the bite. Ja, also jetzt auch ein Zetti. Wir bräuchten noch 2 in der nächsten Stunde tatsächlich. Man hätte jetzt genau 1 Stunde Zeit. Ich schaue jetzt gerade auf die Zeit.
Aber dann tatsächlich würde das Video dann gar nicht so schlecht aussehen, wenn man noch zwei fahren würde. Und zwei Barsche. Aber, aber dann ist so klein. Deswegen heißt es Training, muss man nicht sagen. Der nächste Zander, ganz vorsichtig gebissen. Ich angle jetzt der Uklei auf Dropshot. Wieder ein bisschen anders. Immerhin zweite Zander hier an der Stelle. Und ja, hat auch mein sage ich mal, Vermutung, das mit Dropshot zu probieren mit Uklei. Das auch funktioniert, das ist auch ein gutes Gefühl natürlich. Fish all this stuff, research. Good there. Small pike. But that's it. Yeah, you get a good pike. Yeah. Like 75. Yeah. I also caught one over there in the shadows. Yeah, it's empty. Maybe there's too much salt water pushing in or whatever. Yeah. That's a pizza! Yeah, that's a nice one. That's the one we want. Yeah. A few of those in the tournament. Yes. Something like this. Nice man. Nice 44. This. You catch? There we did not catch, but small pike. Maybe a small pike. We caught like in several places a small pike, but we're talking smaller. Yeah. I wanted to try this, but So Leute, das ist der Ende Tag 1 von unserem Training. Du siehst, wir sitzen hier alle draußen nach dem ersten Tag Training. Es gibt viel zu diskutieren. Wir haben ein paar gute Stellen gefunden. Es gibt immer noch viel, das wir noch finden muss. Und klar, zu viert ist es einfacher, ist nur zu zweit. Morgen geht's weiter. Ich bin eigentlich total kaputt. Juli auch, alle anderen hier auch. Morgen geht's weiter. Everyone feeling a bit dead. Everyone looking a bit dead. It's only like 30 degrees. And no wind. And no wind. Training-Tag für den WPC. Es gibt viele Stellen, die für Barsch und Hecht sehr gut geeignet sind. Also es ist quasi die gleiche Stellen. Was gar nicht gut lief gestern war Zander. Und deswegen heute geht es darum, Zander zu finden. Wir sind auf die anderen Gewässer heute. Also wir spekulieren ein bisschen darauf, dass auf der Hollandsdiep, wo es eher trüber ist, es auch deutlich weiter weg ist von der Startlinie. Es wird weniger Pressure geben hier während des Turniers. Wenige Leute wird die ganze, wird die lange Fahrt hier hin machen. Fred, glaube ich, fängt bei Vertical Angle an. Yeah, we split the work. You do some casting on the drop, and I check a little bit on vertical fishing. So like this, we cover and try to discover which technique could be more efficient. Mm-hmm. That's one idea. So that's the plan.
when I'm searching like this and I don't want to miss any bite, I use some attractant, nitro booster. I really love this shrimp and squid mix. And especially when I use the tipsy got ribs like this. It's the pasta, yeah, the jelly will stay longer on your bait. So yeah, that's a good combination. But I really I use heavily all kind of scent all the time. I get better quality bite. Vielleicht der beste Leute, aber bis jetzt muss man sagen, es ist nicht die Stellen, wo wir suchen. Also wir hoffen, Stellen zu finden, die wirklich liefern, regelmäßig. Was für eine Taktik fahrt ihr gerade? Ja, wir sind auf einer sehr, sehr, sehr steilen Kante gerade und Fred fischt mit Crankbait quasi über diesen Kante rüber. Und ich fisch ganz unten in dem, ganz unten vertikal in dem Loch quasi. Ja, yeah, small pike. Ha, dachte es war jetzt der nächste schöne Barsch tatsächlich. Aber so ein ganz, ganz kleiner Pike. Zack. Cool, aber wir haben ganz schnell entschneidert. Kann so weitergehen. Ganz geil. Ja, mein Lieblingsfarbe, ja. Gerade an der nächsten Stelle gefahren und Mann, Fred, the perch, huh? Yeah, crankbait time. We said it, the perch are like everywhere and the spots we fish, there's always a chance of getting a perch. Yes. And especially with the crankbait, it seems to be really good for the perch. Another nice one, again, over 40, and those are the kind of perch we need in the tournament. Yes. Yes, sir. Love it. I love when the plan goes well. Yeah. Jetzt sind wir gefahren auf eine deutlich flachere Stelle. Wir haben echt lange probiert auf diesen Drop-Offs und mit Tiles Erfolg. Bis jetzt haben wir echte Zander nicht wirklich gefunden, muss man sagen. Wir probieren jetzt was ganz anderes, also wirklich im Flachen zu angeln bedeutet relativ schnell durchkurbel oder mit Chatterbait, Spinnerbait. Fred möchte gleich ein Crankbait probieren und ist kein, ja, nicht die typische Zanderstellen, die man so denkt, aber hier auf dem Gewässern hier sind viele Plateaus. Wir sind jetzt auf so einem Plateau und auf diese Plateaus sind auch Zander. Und wir versuchen jetzt ganz anders zu fischen und ich denke, das ist schon kein schlechter Move, ehrlich gesagt. It's a good plan because there's not so much wind, so maybe the idea is to use a little bit of wind and the mainstream that goes over those plateaus to try to find the activity also, you know, because this water is on the middle of the big stream, so of course a lot of food is passing there. Let's try it.
besser, wenn es ein bisschen Crowd gibt, tatsächlich. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Crowd hier genau gibt. Diese Plateaus sind fucking riesig. Aber ich denke, jetzt sind wir auf der richtige Tiefe. Mann. Juhu! Nice, Mann! Yes! Crankbait time! Look at this beauty! Juhu! Nice fish! Pizza! Pizza, pizza! That will be perch number two for the day. Yeah. For today, perch number two on a crankbait again. Yes. On the plateau. You know, 2 meters, 3 meters. Scheint echt funktioniert zu haben bis jetzt. Wir sind sehr, sehr kurz auf diesem Plateau. Plan war Zande zu fangen. Juli als Kameramann hat ganz kurzzeitig auch die Route gegriffen und leider habe ich nicht die Kamera gegriffen, muss ich dazu sagen. Juli hat dann innerhalb kurzer Zeit auch einen Zande hier gefangen auf dem Plateau. Kurz danach hat Fred jetzt diesen Barsch gehabt. Ich hoffe tatsächlich, dass es hilft, um ein bisschen Vertrauen um Fred zu geben, in diese flachen Bereichen auch zu angeln, weil ich spekuliere ein bisschen darauf, dass eigentlich in diesen flachen Bereichen stehen viel Fisch. That was a good idea from my partner. Also sowas hört man echt selten über mich, muss man sagen. Dazu habe ich Freds Router vor ein paar Stunden gebrochen. Bin kaum ans Boot gestiegen, 5 Minuten ans Boot, erste Router durch von Fred. Endlich kann er seinen Partner auch loben. Bis jetzt hat der Partner nicht so viel Gutes für sein Zeug gemacht. Also ich freue mich, was soll ich sagen. Daniel! Ja, Chatterbait. Gerade gewechselt auf ein Chatterbait. Also Upply rauf. Und sofort ein Biss. Nicht gesehen, noch nicht gesehen, was es ist. Aber kept relativ hart auf jeden Fall. Ah, fuck! Did you see what it was? No. Fuck, it came off. Shit. Aber ich glaube, es war Zander. I think it was a Zander. Ich glaube, es war Zander. Und das ist echt gut, weil das ist wie der dritte Fisch jetzt auf diesem Plateau. Und ich glaube, langsam muss alle ein bisschen Confidence haben in diesem Plateau. Fuck, der war ein guter Fisch. Der war ein guter Zander. Ah, schade. Aber im Turnier ist wichtiger, die nicht zu verlieren. Bin eher happy, ehrlich gesagt, dass es bestätigt ist, der Spot ist gut, muss ich wirklich sagen. On the boat. You need the pliers? No. Yep. Sausage, I call them. Sausage? Sausage. Pizza, sausages. Or something to eat. Yep. On the boat. Daniel? Ja?
hast du... Oh, fuck. Huh? Fuck. Fuck. Off he goes. Scheiße, ey. Ich bin auf der Route, dass ich wirklich auch anrufen möchte. So Leute, schnelle Szenenwechsel. Gestern Abend, ehrlich gesagt, waren wir einfach zu fertig nach das Ganze, um weiter zu drehen. Es war ein ganz, ganz langer Tag gestern. We found a few fish. We found very few, we have to be honest. It was a tough, tough day. Very hot today also. But the heat wasn't the problem. The heat wasn't the problem. It was more that we saw a lot of fish on the fish finder, but we couldn't get them to bite. No. But we are more confident in some area. For sure. We fished. I think we narrow the type of spot that we want to target. I really trust that a good training very often lead to a bad tournament, because you are so confident that you cannot adjust if there's any change. Hopefully the weather is not going to change, so it's going to be hard for everyone. Ja, heute suchen wir extrem viel mit der Karte und mit der ganzen Technik am Boot. Wollen wir sehr ähnliche Stellen finden. Wir werden nicht ganz so viel werfen heute. Ein bisschen würden wir schon, wir werden das auch filmen. Das ist unser letzter Tag, last training day. And tomorrow then is boat parade and different appointments that we have. Lass uns mal erstmal schauen, dass we catch a couple of fish today for the confidence. Yep. Wouldn't be so bad. Let's go, man. Großer Hecht, gerade einfach ganz in Ruhe vorbeigeschwommen. Ich habe ihn genau gesehen. Ja, leider nicht zugebissen, aber ganz, ganz ruhig. 30, 70, 80 cm Pike. Das hat sich gar nicht interessiert für unsere Köder. Das war so welcome back. Come to say hello, bro. Ja, gut zu wissen, dass es überhaupt hier Fische gibt. Schön, wenn man die tatsächlich sieht. So, dann gleich ein Bigger. But bring. Really looks good, the spot, huh? Yeah. It's really funny, it's up and down here. Yeah, it's quite nice. So today we're checking out a whole lot of different plateaus, seen some interesting stuff. Yeah, Fred actually just had a bite a few minutes ago. Like we said, today it's not too much about the fishing. We're also making only very quick stops und dann versuchen immer weiter. Wir wollen natürlich das Plateau auch gut kennenlernen und es ist viel wichtiger heute, dass wir eine gute Idee haben, wo wir letztendlich hinfahren so morgen oder übermorgen besser gesagt. Als unbedingt Fische jetzt zu fangen. Es ist immer natürlich cool, wenn man ein paar Fische auch fängt zwischendurch, aber so viel angeln wir tatsächlich nicht. Thank you.
Okay. Oh, I thought it was a perch because it bites 2-3 times. So, hashed. Finally. Finally it hashed. Er darf schnell wieder zurück. Vielleicht brauchen wir hier mit ein paar Tagen. Cool, also jetzt angeln wir auf einem Plateau, 3 Meter. Gestern war genauso, Fred. Same as yesterday, 3 Meters. Und ja, nicht lange hier geangelt und bis. Wie hast du geangelt? Ich angle jetzt mit, ja, mit Curfy, ja. Kurbel ihm von den kurzen Stops und mit so einem Spinblatt unten dran. Für Zusatzreiz. Also in den letzten Tagen war das gar nicht so schlecht so. Daniel, are you ready? So, Leute, dritter Tag Training ist jetzt offiziell vorbei für uns. Es ist so warm, wir sind wirklich total nass geschwitzt. Es geht gar nicht mehr, es ist gar kein Wind, gar keine Strömung. Und es gab diese eine Hecht und jetzt haben wir gesagt, komm. Also wir haben einen Plan für übermorgen, wir brauchen uns hier nicht zu quälen. Und deswegen fahren wir jetzt rein, wir machen uns fertig, denn es gibt später ein Essen für die Teilnehmer. Da gehen wir dann alle hin und davor wollen wir einchecken ins Hotel und ja, eine Stunde entspannen, bevor es wieder losgeht mit dem Essen. Wow. This is fire. Fire. Nach den drei Trainingstagen, dann haben wir uns umgezogen zu die quasi Headquarters, wo der ganze WPC stattfindet und vor allem von wo es startet. Das ist in Cape Helios. Das ist direkt am Haring Fleet und da geht man quasi direkt, denn nach wir eingezogen hat in unsere Zimmern, direkt zum Anmeldung. Und da wird letztendlich, muss man einfach unterschreiben, sagen, dass man quasi da ist. Da kriegt man auch die erste Regel gegeben, eine Karte und ein paar diverse Sachen. Anschließend nach der Anmeldung gab es ein ziemlich cooles Abendessen. Das hat wiederum in Città Romana stattgefunden. Da kommt alle Angeln zusammen, alle essen was, trinken was zusammen. Es ist auch ganz cool, ein paar alte, bekannte Leute, Kumpels zu sehen. Enrico war da, Nils Gabser war da, Didi war da. Viele, viele Leute, die man so kennt, sieht man über den Weg laufen. Und sehr entspannte Atmosphäre. Man hat auch den Hauptpreis gesehen. The Prize Boat quasi war on Display. Juli, wie geht's? Gut, und dir? Es war schon schlechter. Ich habe einen tollen Teint bekommen. Oh ja. Zwar auch graue Haare in meinem Kinn. Aber es ist okay. Daniel hat viel, viel mehr graue Haare als ich. Gerade im Kinnbereich. Viel mehr graue Haare. Kein schlechtes Boot, muss man wirklich sagen. Unglaublich geile Boards, die man gewinnen könnte. Nach dem Abend, wir haben das quasi einfach ausklingen lassen. Am nächsten Tag ist auch ein ziemlich entspannter Tag. Also erstmal geht man zu der ersten Captain's Meeting. So Leute, heute ist quasi Tag vor das Turnier. Gleich in 2-3 Minuten gibt es den Captain's Meeting. Da wird alle Regeln nochmal einfach ein bisschen tiefer erklärt. Alle Fragen, die noch offen sind, wird beantwortet. Und dann geht es anschließend zu dem Bootsparade. Da ist es letztendlich wirklich einfach eine Chance, ein bisschen zu entspannen. Alle haben mehrere Trainingstage hinter sich. Alle sind ziemlich angespannt, weil am nächsten Tag geht das Turnier wirklich los. Und bei der Bootsparade fährt man ein bisschen rum, hört man ein bisschen Musik. Viele Leute machen mit den Motoren, spritzen das Wasser überall auf die Leute, die stehen auf den Brücken und so. War viel Spaß, bevor das Turnier losgeht. Und damit möchte ich euch auch verlassen. Ich hoffe, dass die erste Teil dieser WPC und dieses erste Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte ein Like dalassen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Turnier,
einfach in die Kommentare schreiben. In ein paar Tagen geht es tatsächlich weiter mit dem eigentlichen Turnier, mit dem ersten Tag zumindest. Schaltet mal unbedingt mit ein. Genießt die Bilder, die wir jetzt für euch haben von der Bootsparade und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, Leute.